Also, liebe Freunde, wer jetzt schon errät, wo sich der kleine Stadtstreicher heute herumtreibt, der ist ein absoluter Wien-Spezialist oder aber im 17. Bezirk zu Hause. Denn da beginnt meine heutige Tour bei diesem Eisbären mit Seehund. Und dieser steht vor dem Jörgerbad. Eine traditionsreiche Konzert- und Kleinkunstbühne ist in der Hernalser Hauptstraße das Metropol. Die bemerkenswerte Fassade dieses Hauses in der Hernalser Hauptstraße 67 würde wahrscheinlich von Seiten ihres Eigentümers ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, sprich Pflege, bedürfen. Am Gebäude des Bezirksmuseums Hernals fallen sofort, wenn man nach oben blickt, diese zwei Damen aus Stein auf. Der Alszauberbrunnen, den ich hier soeben umrunde, präsentiert zunächst einmal rundherum vier Musiker, gemeinhin als die Wiener Schrammeln bekannt. Und oben stemmen Putti Weintrauben. Das deutet auf den Weinbau in Hernals hin. Der Name Alszauberbrunnen rührt übrigens daher, dass er an dieser Stelle über der unterirdisch fließenden Als oder dem Alser Bach steht. Die wahrscheinlich bekannteste Kirche des 17. Bezirks ist wohl die Kalvarienbergkirche, deren Kalvarienberg ich ja bereits in einem Osterspecial einmal ausführlich präsentiert habe. Neben dem Kindergarten in der Rötzergasse 47 stehen diese zwei Kampfhähne. Und im zugehörigen Gemeindebau befindet sich dieses Grab. Und zwar vom Ritter von Rosenstein, dem früher das ganze Gebiet hier gehörte. Vor der Hernalser Hauptstraße 108 finden wir den Mühlstein der alten Dornbacher Mühle. An der Mauer des Gemeindebaus in der Riegersgasse 8 finden wir dieses Porträt einer offensichtlich Familie. Im nach der bekannten Wiener Kinderbuchautorin benannten Christine Nöstlinger Park finden wir diese Skulptur namens Flora Mystica, zu Deutsch rätselhafte Pflanze. Gegenüber des Hernalser Friedhofs finden wir jenen in die Erde tauchenden Alswal, aber der war bereits Gegenstand einer eigenen Stadtstreicherfolge mitsamt dem ihn erschaffen habenden Künstler. Hier haben wir den Markstein der Hernalser Wasserleitung, die schon 1732 errichtet wurde. Ob sich unsere Politiker hier immer wieder mal mit den passenden Ideen versorgen lassen. Kein Gerücht hingegen ist dieses Türkenkreuz, das vor der Hernalser Hauptstraße 180 steht. Und wo ein Türkenkreuz ist, ist auch ein Türkenritthof nicht weit, genauer gesagt in der Hernalser Hauptstraße 190 bis 192.
ist der 17. Bezirk, also hier genauer gesagt schon Dornbach. Er hat viele alte Gründerzeithäuser mit wunderschönen Fassadendekors. Momentan viel Baustelle, aber tatsächlich einer der ältesten noch erhaltenen Sportplätze in Wien und die Heimstätte des Wiener Sportclubs, einem der traditionsreichsten Clubs. Vier gekrönte Habsburger Häupter auf einem Relief und in der Mitte ein gewisser Franz Moritz Graf von Lastschi. Man hat ihn an diesem Gemeindebau Ecke Lastschi-Gasse, Küpferlingasse verewigt. Kommen euch diese Instrumente irgendwie bekannt vor? Oder diese? Das Denkmal befindet sich selbstredend im Schrammelpark. Somit ist klar, im 17. Bezirk geht's öfters um Schrammelmusik. Wem jetzt eines der Instrumente aus der Beschreibung abgegangen ist, hier ist es. Die Anna-Kapelle befindet sich in dem kleinen Rondeau, wo die Straßenbahnlinie 43 am Rudolf-Kirchschläger-Platz ihre Schleife bei der Endstation zieht. Vor mir habe ich wohl einen der kleinsten Parks in ganz Wien, den Alexander-Lerne-Tolenia-Park, Ecke Alszeile-Dornbacher Straße. Bemerkenswert ist er dennoch, denn hier steht die sogenannte Schutzmantel-Madonna aus dem Millenniumsjahr 2000 vom Bildhauer Anton Sewer. Ja, früher gab es in Herrn Als noch weit mehr Weinbau als hier am Rande der Alszeile. Und bei diesen vier Wandbildern, würde ich es mal nennen, aus den Gemeindebauten an der Alszeile Nummer 93 bis 99, fühle ich mich irgendwie an die vier Jahreszeiten erinnert. Ihr nicht auch? Und dieser Hirsch aus Eisenzement von Elisabeth Thurold dürfte sich in diesem Gemeindebau auch ganz wohl fühlen, oder? Mahlzeit oder Prost, ich weiß nicht, wie man bei Kälbern sagt. Auf jeden Fall, diese Kuh mit Kalb steht im Gemeindebau Alszeile 118. Von Politikern seines Formates können, glaube ich, heutzutage die Parteien aller Couleurs nur träumen, oder? Sein Denkmal steht vor dem gleichnamigen Gemeindebau, also Bruno-Kreisky-Hof, in der Hernalser Hauptstraße 230. Bekommt ihr bei diesem Tortenstück, zumindest nennt sich das Kunstwerk so, auch Appetit? Den dazu passenden Hintergrund, nämlich mit Keramikkacheln, gibt es auch, und zwar im Bruno-Kreisky-Hof. Und dahin, wo euer kleiner Stadtstreicher gerade mit dem Auto fährt, fuhr der einst Kaiser Franz Josef mit dem Pferdestellwagen. Und warum er das tat? Nun, in der Schenke zur Goldenen Waldschnepfe spielten vor rund 130, 40 Jahren die berühmten Schrammeln auf. Und das wollte auch der Kaiser hören. Eigentlich schade, dass die Mannervilla am Beginn der Neuwalddecker Straße scheinbar nicht mehr bewohnt wird. Und diese Dame, wahrscheinlich sah sie nicht wirklich so aus, passt irgendwie zu den Schrammeln. Es handelt sich nämlich um Marie Seifert-Kundner, eine Sängerin aus dem 19. bis 20. Jahrhundert, und sie war, laut Tafel zumindest, die letzte Mittlerin des heimatlichen Volksliedes. Beim weitläufig angelegten Ernest-Bewin-Hof in der Andergasse, 12 bis 22, sticht mir zunächst einmal dieses hundertwassermäßige Fenster ins Auge. Nein, es ist nicht der Nockerte vom Havelka, es ist die Nockerte aus der Andergasse. Ja, und diese Darstellung könnte ja durchaus auch mit dem
früher hier befindlichen Weinbau zu tun haben. Auf jeden Fall ist der Ernst-Bewin-Hof groß genug, um drinnen spazieren zu gehen. Und das tue ich jetzt auch. Und auch der Ziehharmonikaspieler passt natürlich perfekt in den 17. Bezirk mit der Schrammel- und Heurigenmusik. Und nicht nur der kleine Stadtstreicher ist neugierig, wie man sieht. Bei den einzelnen Stiegen in diesem Gemeindebau finden wir sehr schöne mosaikartige und andere Bildelemente. Habt ihr schon gewusst, dass Tulpen auf Bäumen wachsen? Ich würde mal sagen, der Ernst-Bewin-Hof ist in jedem Fall ein Gemeindebau, wo man leben kann. Ja, es ist tatsächlich eine Riesenschande, dass dieses Terra Mare-Schlössl in der Heubergasse so dem Verfall preisgegeben wird. Ja. Georg Terra Mare, der lange in diesem Anwesen mit dem wunderbaren Garten dazu lebte, war Dichter und Filmregisseur. Natürlich hat das Schafbergbad im Winter nicht geöffnet, aber von hier oben gibt es einen wunderschönen Ausblick über die Wiener Stadt, vom Schafberg aus also. Ecke Otterkringer Straße, Veroniker Gasse, aber noch im 17. Bezirk, wie man am Straßenschild sieht, steht diese heilige Veronika mit dem Schweißtuch.